Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von K420 aus dem Projekt 0, Folge 3. Heute das Thema ist, wie geht es dem Calibra? Was ist dran zu machen? Wie teuer wird das? Wie ist das weitere Vorgehen? Das sind so die drei Themen, die ich mit euch gerne besprechen möchte. Wir haben jetzt eine erste Bestandsaufnahme bekommen und können ja was zu den Kosten sagen. Also am besten, wir steigen sofort ein. Ja, Thema 1, wie geht es dem Calibra? Der Calibra steht seit dem vergangenen Dienstag in Bielefeld beim Motorencenter Eckersheim. Das ist die Firma, die auch meinen Jaguar gemacht hat, die den Motor von meinem Jaguar instand gesetzt hat. Auch die fanden die Idee von K420 richtig klasse und haben sofort ihre Unterstützung zugesagt, als wir angefragt haben, ob man uns bei der Reparatur helfen könnte. Der Jan wohnt ja in Bielefeld, unser Gesamtvorstand. Das habt ihr am Mittwoch gesehen. Und er hat den Kalli am Mittwoch besucht und auch ein paar Aufnahmen gemacht, oben und unten. Und das habt ihr in dem Video am Mittwoch nicht so gut gesehen, aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Aufnahmen und gehe mal ein bisschen ins Detail und sage auch was dazu. Ja, das ist eine Aufnahme vom Motorraum. Das sieht alles gut aus. Natürlich dreckig, hat lange gestanden, ungefähr ein Standjahrzeit. Hier müssen wir dann, denke ich mal, mit dem Heißdampf voran. Das sieht alles okay aus. Der Innenraum, ja, sind Schonbezüge. Die Schalthebelmanschette muss auf jeden Fall getauscht werden und ein bisschen aufbereitet werden. Dann hat der Endtopf hinten ein dickes Loch. Das seht ihr auch. Auch die Aufnahme, ja, sieht man hinten so ein bisschen den Rost dran. Da sieht es auch so ein bisschen beim Steigrohr aus. Ich denke, das ist aber keine Durchrostung, sondern das ist eben so Flugrost drauf. Hier ist die Ölwanddichtung undicht. In der Nähe von links. Also hier seht ihr, das sieht aus wie das Getriebe. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch kommentiert. Die Bremsscheiben müssen getauscht werden, vorn und hinten. Das seht ihr drauf, Stahlfelgen hier drauf. Dann Stoßdämpfer sind natürlich auch nicht mehr die richtigsten. Das ist eben das, was ich hier als Information bekommen habe. Und was mir hier wirklich tatsächlich ein bisschen Sorge macht, sind die beiden Wagenheberaufnahmen. Also dort, wo das Spritzwasser kommen ist. Mal gucken, was wir da abbekommen und dann vielleicht noch weggestrahlt. Dann sind wir beim Thema 2, also was ist dran zu machen und wie teuer wird das? Ich habe auf der Grundlage der Fotos bzw. auch dem, was mir der Ansprechpartner beim Motorencenter Eckersheim gesagt hat, heute Nachmittag mal eine Liste zusammengestellt mit den Ersatzteilen. Dann gehen wir mal kurz rein. Ich muss dann nur kurz die Datei wechseln und in die Excel rein. So, wir haben also diese drei oder vier großen Blöcke, Abgasanlage, Motor, Bremsanlage, Elektrik und Sonstiges und eventuell optional noch Stoßdämpfer. Da hat der Ansprechpartner was gesagt, aber das müssen wir dann noch genau schauen. Das können wir vielleicht noch hinterher bauen. So, wir haben also den Endschalldämpfer, kostet 112 Euro. Und da gibt es so einen Sperrgutaufschlag, weil der ein bisschen größer ist, 6 Euro. Anbausatz habe ich mal mit aufgeschrieben von 6,49 Euro. Zylinderkopfdichtung beim Motor 40 Euro, Ölwanddichtung ist zu machen 14,99 Euro, Ölfilter, Innenraumfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter, das sind 3 Euro, 11 Euro, 9 Euro, 8 Euro und natürlich 5 Liter Motoröl, also frisches Öl soll er bekommen. Dann die Bremsanlage, Bremsscheiben vorn. Interessanterweise waren die von ATE teurer als die von Brembo. Ich habe jetzt mal Brembo genommen. Da kostet eine Scheibe vorn 38,99, zusammen also 77,98. Bremsbeläge vorn 34,99, also alles von Brembo. Ne? Bremsschläuche sind zu machen 17,99, Bremsscheiben hinten 44,99, 89,98 also insgesamt. Bremsbeläge hinten, Bremsschläuche hinten und dann auch 2 Liter Bremsflüssigkeit für 15,98. So, dann habe ich die Information bekommen, dass die Batterie tief entladen war. Die war jetzt erstmal, haben die jetzt also erstmal zum Laden reingeschickt. Wenn der mir sagt, das muss eventuell getauscht werden, müssen wir dann eine neue Batterie einsetzen. Da habe ich mal 80 Euro für veranschlagt. Und was er auch noch gesagt hat, die Getriebedichtung. Die ist mit 2,49 Euro. Das günstigste wahrscheinlich ist die Arbeit eben an dem Getriebe auseinanderbauen. Ne? Oder zumindest das Abbauen. So, und eventuell kommt dann nochmal, und das wären dann so ungefähr 200 Euro, Stoßdämpfer vorne, Stoßdämpfer hinten. Da habe ich die von Sachs genommen, die haben ja eine gute Qualität. Monroe wäre noch eine Alternative gewesen, aber die kosten vorn 95,98 und hinten 125,98. Ich würde es gerne machen. Und dann haben wir einen Gesamtpreis von 838,74 Euro nur Ersatzteile. So, das ist im Moment so der Stand der Dinge. So, ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Wenn doch, dann schreibt mir kurz einen Kommentar, wenn ihr oder schickt eine Mail,
Wenn ihr das eine andere Teil günstiger bekommt, umso besser. Vielleicht habt ihr irgendwo einen Kontakt, wo ihr einen Rabatt bekommt. Ansonsten würde ich mal am Montag bei Kfz Teil 24 und bei anderen mal anfragen, ob ich sowas wie einen Paketpreis bekommen habe. Kfz Teile 24 war nun positiv, weil ich da komplett alles bekommen habe. Also alles, was ich gesucht habe, habe ich bei denen bekommen. Alles auch lieferbar. Und vielleicht kommen die für die gute Sache mir nochmal ein bisschen entgegen und machen da nochmal einen Rabatt. Oder vielleicht, wenn es 10% sind, ist es ja super. Dann sind es ja schon mal 80 Euro. Eigentlich stecke ich im Moment in so einer Zwickmühle. Oder wir stecken im Moment in so einer Zwickmühle bei KV20. Da wir im Moment noch nicht so viele Mitglieder haben, werde ich jetzt also erstmal die 800 Euro vorschießen, damit wir da weiterkommen. Und deshalb will ich eigentlich auch nur das Nötigste machen, damit der Kalik TÜV bekommt. Andererseits fällt es auf uns als Verein zurück, wenn wir irgendwas Wichtiges nicht reparieren und den Kaliber dann verkaufen und 4 Wochen später hat der Eigentümer dann irgendwie, ist irgendwas passiert und hat keinen Spaß daraus und wir können das theoretisch rückabwickeln. Deshalb will ich eigentlich das so gut wie möglich machen, aber auch so günstig wie möglich. Was meint ihr dazu? Schreibt mal in die Kommentare, was da eure Meinung dazu ist. Ich finde, man sollte das gut miteinander gewichten. Ne? Und ihr seht es ja jetzt, KV20 ist jetzt also raus aus dieser Theorie und aus diesem Gelaber, aus dieser Gelaber-Lektion. Wir stecken jetzt voll in der Praxis. Und deshalb nochmal mein Aufruf an euch. Wir können jetzt gerade jede Hilfe, mittätige Hilfe gebrauchen, aber auch finanzielle Hilfe. Und vielleicht denkt ihr mal über eine Projektmitgliedschaft nach, also nur einmalig dieses Projekt zu unterstützen, ohne da jetzt euch selber schon so ein bisschen zu verpflichten für die nächsten Monate. Und das ist uns herzlich willkommen und das ist für uns jede Unterstützung wert. So, damit sind wir beim Thema 3. Wie geht es jetzt weiter? Das Auto wird vermutlich bis Ende nächster Woche fertig sein, repariert sein. Das ist so um den 7. Oktober herum. Und ich werde dann mit dem Jaguar nach Bielefeld fahren, werde den Jaguar für einige Nachbesserungsarbeiten dann da lassen und den Kaliberer zurück mit nach Aachen nehmen. Dort geht es dann in die Aufbereitung. Aber wir können natürlich selber helfen. Ich muss das nicht alleine machen. Viele helfen, viele Hände helfen da ja, machen die Arbeit schnell. Mir fehlt zum Beispiel eine Poliermaschine und auch ein Nasssauger. Das wäre, glaube ich, notwendig, damit wir da dieses Rot wieder vernünftig hinbekommen von dem Kalibra. Übrigens, die Karosserie, sagte der Jan, sieht sehr, sehr gut aus. Also da ist nicht viel dran. Wir können das auch so ein bisschen wie so ein kleines Aufbereitungsevent machen. Jetzt haben wir im Moment so ein bisschen ja, Herbstwetter. Vielleicht haben wir nochmal Glück und wir kriegen das an so einem Sonnentag hin. Ich habe ein paar Leute auch im Auge, die würde ich dafür auch anspitzen. Die kommen hier aus der Nähe, den Oma und der Patrick. Wenn ihr Zeit habt, würde ich natürlich mich hier unglaublich freuen. Dann auch Julian Mertens, Kai Mertens, die jetzt gerade Gewinner waren, bei denen, die kommen alle aus Herzenrogenrad. Also wenn wir da irgendwie zu viert oder zu fünft sind, dann ist es natürlich besser. Ne? Ich habe aber auch schon von Julio gehört, der wollte auch von Mannheim kommen. Julio? Gut, so, nach der Aufbereitung würde ich es dann so machen, dass ich mich ein bisschen um den Rost noch am Unterboden kümmere. Das stört mich noch ein bisschen. Also ihr habt ja die Wagenheberaufnahmen gesehen. Das wird da ein bisschen kritisch. Das werde ich beim Strahlcenter Ehring in Castrop-Rauxel machen. Das sind Freunde von mir. Die arbeiten unter anderem mit Trockeneis und anderen Strahlverfahren. Und damit sollten wir eigentlich den Rost unterhalb des Autos dann noch in den Griff bekommen können. Ah, jetzt sehe ich gerade, kommt die Sonne raus. Also... irgendwas hat da gerade reagiert. Ihr dürft euch also als nächstes auf das Überführungsvideo, auf ein Aufbereitungsvideo, auf ein Unterbodenstrahlvideo und dann natürlich auf das Verkaufsvideo freuen. Zum Verkaufsvideo hätte ich gerne noch ein paar Ideen von euch. Was sollen wir da machen? Sollen wir Calibra-Clubs mal ansprechen? Opel-Clubs, Youngtimer-Clubs? Der ist ja jetzt schon 20 Jahre alt, ist also schon Youngtimer. Ich würde gerne eine Verkaufsbasis von so knapp unter 2.000 Euro anstreben, also 1.990 Euro. Dann hätten wir nach Abzug unserer jetzigen Kosten ungefähr 1.000 Euro für unseren VW Bora, den wir ja brauchen für unsere erste Familie. Und das wäre ganz gut, wenn wir da so in die Richtung gehen würden. In mobile.de sind so die Calibras, werden so gehandelt, der günstigste, aber auch wirklich ganz kaputte wäre so irgendwie 1.550. Also ich glaube, wir sind mit der Qualität unserer Arbeiten beziehungsweise mit dem Zustand des Kalibras eigentlich da gar nicht schlecht aufgestellt. Vielleicht beginnen wir auch irgendwo mal bei 2.2. Also ich denke, wir sollten auf allen Kanälen schießen. Und natürlich auch auf Facebook, ne, das dann teilen. Ja, so, das war's für heute. Das nächste Video gibt es also, wenn der Kalibra fertig ist, Ende nächster Woche vermutlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, teilt es auf euren Social-Media-Kanälen, kommentiert fleißig, abonniert den Kanal, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt.
checkt die Infos in der Infobox und meldet euch, wenn ihr noch ein paar Ideen habt. Es wird immer herzlich angenommen und auch sofort von mir beantwortet, so gut wie möglich. Hier nochmal der Aufruf von heute. Habe ich bei der Teileliste was Richtiges vergessen? Ich mache die Teileliste nochmal unten als Link in die Kommentarbox, dann habt ihr Zugriff darauf. Bekommt ihr eventuell Teile günstiger und wie bekommen wir den Kaliber gut verkauft? Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns spätestens nächste Woche, wenn es dann heißt, der Kaliber kommt nach Aachen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Projekt 0, Folge 3. Also gar keine normale Nummerierung.